So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Pünktlich um 19 Uhr. Guten Abend, ich freue mich auf jeden Fall, Sie alle heute Abend zu dem Webinar begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Vivian Schmidt und ich bin Koordinatorin des Arbeitskreises Internationales der Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und wir freuen uns riesig, Professor Felbermayr für dieses Webinar heute Abend gewinnen zu können oder gewinnen, dass wir ihn gewinnen konnten. Genau. Und auf jeden Fall auch, dass das ganze Webinar in Kooperation mit dem Länderbüro in Niedersachsen-Bremen zustande gekommen ist und mit der Rudolf-von-Dannenberg-Stiftung. Und damit übergebe ich auch schon direkt an Fabian Tigges, der heute Abend die Moderation übernehmen wird. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Vielen Dank nochmal, Herr Professor Felbermayr, dass Sie sich auch die Zeit für uns nehmen und schön zu sehen, dass unsere Veranstaltung auf so viel Interesse stößt heute Abend. Mein Name ist Fabian Tigges, ich bin Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung, studiere International Political Economy an der University of Warwick in England und werde unser Webinar heute Abend moderieren. Ich darf ganz kurz unseren Referenten vorstellen. Herr Professor Felbermayr ist seit März 2019 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, hält die Professur für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel inne, und beschäftigt sich vor allem mit Forschungsschwerpunkten rund um internationale Handelspolitik, europäische Integration, internationale Migration, Klimapolitik und Entwicklung. Herr Felbermayr wird uns einen Vortrag präsentieren und im Anschluss an diesen Vortrag können gerne viele Fragen gestellt werden und diese bitte alle in die F&A schreiben. Die Chatfunktion ist deaktiviert. Mikros sollen auch bitte stumm geschaltet werden, um zu vermeiden, dass wir irgendwelche Feedback-Loops haben. Genau, soweit zur Einleitung und zum Technischen. Dann kommen wir zum Thema unseres heutigen Abends. Bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus machte sich eine Trendwende im Globalisierungsprozess deutlich und unsere liberale Handlungsordnung wurde auf die Probe gestellt. Wir konnten seit der Finanzkrise 2008 zunehmende Tendenzen weg vom Markt hin zum Staat, weg von Hyperglobalisierung, Internationalisierung hin zu Nationalstaatlichkeit und weg von exportorientierter Industrialisierung hin zu alternativen Entwicklungsmodellen ausmachen. Corona scheint nun diese Deglobalisierungstrends weiter zu verstärken. Und wir wollen heute Abend mit Herrn Professor Dr. Felbermayr darüber sprechen, wie sich diese Trends auf die liberale Handelsordnung auswirken und welchen Einfluss Corona auf die Globalisierung und unsere Weltwirtschaft hat. Und damit übergebe ich auch an unseren Referenten. Ja, einen schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Tigges, für die Einführung und für die Worte zu Beginn. Ich habe eine kleine Präsentation, die ich jetzt teile. Und Herr Tigges, Sie sagen mir, ob es geklappt hat. Ja, also wie geht es weiter mit der liberalen Handelsordnung? Das ist eine Frage, die Sie sich stellen, die wir uns in Kiel natürlich im Institut für Weltwirtschaft stellen, die sich viele Beobachter stellen, die jetzt auch natürlich großes Thema sein wird in den USA. Neue Administration unter Joe Biden, da wird ein Neuanfang notwendig sein. Was sind die Voraussetzungen? In welchen Trends beginnt dieser Neuanfang? Was bedeutet Covid-19 in diesem Prozess? Das sind alles extrem spannende Fragen. Das Institut für Weltwirtschaft, das Sie hier sehen, ist ein Ort direkt an der Förde in Kiel. Wenn die Sonne scheint, wie auf diesem Bildchen, ist das wahrscheinlich wirklich der schönste Arbeitsplatz, den man sich wünschen kann, direkt vor dem Yachthafen. Immer wieder kommt ein größerer Pott vorbei, ein Schiff oder ein U-Boot oder so. Das ist ganz nett für den Österreicher, ein Anblick, der immer noch etwas außergewöhnlich ist. Ich will mit ein paar Punkten zum Konjunkturgeschehen beginnen, ne, weil wir ja Covid-19 zum Ausgangspunkt nehmen, dann auf den Trend, den Herr Tigges ja schon angesprochen hat, eingehen, mehr Protektionismus und dann auf eine sozusagen Entwicklung in der Europäischen Union, die als strategische Autonomie diskutiert wird oder noch genauer Open Strategic Autonomy. Und da würde ich gerne ein paar Bemerkungen dazu machen. Covid-19 ist eine Katastrophe. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es ist eine Naturkatastrophe und nicht wirklich eine Krise des Wirtschaftssystems. Die letzte große Rezession 2019, das war eher eine echte Wirtschaftskrise. Da ist eine Bubble geplatzt auf den amerikanischen Immobilienmärkten und dann sind die Dominosteine gefallen.
Aber hier haben wir es mit einem naturkatastrophenartigen Phänomen zu tun. Und es ist auch die Naturkatastrophe, die zum Beispiel gezogen wird, um in Deutschland die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen. Wie wirkt diese Krise auf das Wirtschaftsgeschehen? Nun, in vielen Ländern gab es Lockdowns im Frühjahr und gibt es jetzt wieder Lockdowns, unterschiedlich intensiv. Aber in den allermeisten Volkswirtschaften der Welt hat diese Krise, das wissen wir jetzt schon, einen enormen ökonomischen Schaden produziert. Und der ist ungleich verteilt. Was dieses Chart Ihnen zeigt, ist die Erwartung, die der Weltwährungsfonds hat, über das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021, wenn die Krise also nach allem, was wir wissen, durch ist, also Ende 2021, werden wir es geschafft haben, davon gehen alle eigentlich aus. Und dieses Chart vergleicht das Bruttoinlandsprodukt, das wir dann in diesen Ländern haben, 2021, mit der Corona-Krise, mit dem Wert, den wir vor der Corona-Krise im Herbst 2019 für 2021 geschätzt haben. Und wenn da jetzt zum Beispiel für Indien minus 15,1 steht, dann heißt das, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Indien 2021 wegen der Corona-Krise um etwa 15% kleiner sein wird, als hätte es diese Krise nicht gegeben. Ja, das sind Schätzwerte natürlich, aber in ungefähr dieser Größenordnung werden sich die Ergebnisse einstellen, ne? Mit ein bisschen Federmarge natürlich. Was Sie hier auch sehen, ist, wie unterschiedlich das verteilt ist. Ich habe einfach hier mal 25 oder so Länder geplottet. Wir können das für fast 200 Länder machen. Ganz rechts sehen Sie China und Taiwan. China wächst ja jetzt wieder. Alle schauen darauf und erzählen, wie erfolgreich China ist. Aber auch in China wäre es natürlich besser gewesen. Die Krise wäre nie passiert. Und der Coronavirus wäre nie ausgebrochen. China wird um 1,6% ärmer sein 2021 mit der Krise, als es ohne Krise gewesen wäre. Sie sehen Deutschland, Dänemark, Niederlande, Polen, blau hier mit blauen Säulen. Wir sehen ganz gut aus im internationalen Vergleich, Österreich ein bisschen schlechter. Aber in Spanien, Griechenland, Italien sind die ökonomischen Einbußen sehr viel höher. Sie sind auch sehr viel höher in manchen Schwellenländern, relativ immer zu dem, was man ohne Corona-Krise erwarten hätte können. In Peru, in Philippinen, in Äthiopien, wo ein neuer Bürgerkrieg droht, in Kolumbien, in Botswana und so weiter. Also eine Riesenheterogenität. Und weil die Länder unterschiedlich stark verlieren, verschiebt sich auch das wirtschaftliche Machtgefüge in der Welt. Und wohin verschiebt sich es? Es verschiebt sich noch schneller, noch stärker nach Ostasien, denn dort sind die Einbußen sehr viel kleiner. Es verschiebt sich weg vom großen geostrategischen Rivalen Indien in Asien hin zu China. Es verschiebt sich weg von Südamerika, das relativ stark betroffen ist, auch Richtung Asien. Und in Europa, ja, in Europa sehen wir auch, dass die Dinge sich ausspreizen, weil Länder wie Deutschland, Dänemark oder Finnland viel besser durch die Krise kommen als zum Beispiel Italien oder Spanien. Der Handel, über den wollen wir ja auch reden. Und was ich Ihnen hier zeigen kann, sind die ganz aktuellen Zahlen zum September 2020. Jetzt haben wir schon fast Dezember, ja, aber ein bisschen, also das sind Welthandelszahlen. Da gibt es leider Gottes einen relativ langen Reporting-Lag. Aber was diese Zahlen schon recht deutlich zeigen, ist, dass nach einem massiven Einbruch des Handels in der Eurozone von 100, von einem Wert von 100, das sind hier Indexzahlen, von einem Wert von 100 im Februar 2020 auf 70 im April, es ein Rückprall gegeben hat, mittlerweile auf einen Wert von 96. Das ist der September. Und aus den deutschen Daten, die wir ein bisschen kurzfristiger beobachten können, wissen wir, dass das Handelswachstum weitergegangen ist. Es ist also eine relativ hohe Resilienz des Handels. Es ist nicht der Güterhandel, der uns Probleme macht. Und im Vergleich zur Lehman-Brüder-Krise, das habe ich Ihnen sozusagen in dieselbe Metrik hier abgeplottet, sehen Sie, dass wir im September, also 7 Monate nach Ausbruch der Krise, schon auf einem höheren Indexwert gelandet sind, als wir nach der Lehman-Brüder-Pleite nicht in 24 Monaten erreicht haben. Also die Badewanne, Lehman-Brüder und das V Corona, der Handel ist relativ resilient, trotz all der Unkenrufe. Und als wir hier bei den 70ern unten waren, da haben ja viele Beobachter gesagt, in Deutschland und anderswo, wer auf die Globalisierung gesetzt hat, der hat auf ein wackeliges Modell gesetzt. Die Globalisierung schafft Unsicherheit, das bricht hier so massiv ein um 30%.
aber gleichzeitig sehen wir, dass eben im Aufschwung oder im Rückprall von dieser tiefen Krise die Globalisierung eher hilft als schadet. Für die Welt ist das V schon durchgezeichnet, es fehlt noch ein Prozentpunkt, dann sind wir wieder dort, wo wir im Februar waren. Auch da der Vergleich zu Lehman-Brüder, da hat es mehr als 2 Jahre gedauert, bis man den Ausgangswert wieder erreicht hat. Und hier schaffen wir das nach 7 Monaten. Das ist also schon eine ganz andere Situation. Der Welthandel ist nicht das Problem, jedenfalls nicht bei den Gütern. Viel spannender ist das Thema Industrieproduktion. Auch da kurz nur, was ist passiert? Da haben wir auch die Zahlen bis zum September. Die USA trägt über die Jahre von Monate über von 2018 bis Ende 2019 so ein 1%, ein halbes Prozent zum globalen Wachstum der Industrieproduktion bei, aber es sind positive Werte. Die Eurozone beginnt aber schon so 2018 keine positiven Wachstumsbeiträge mehr zu liefern. Die werden negativ. Das heißt, in Europa beginnt schon 2018 oder Ende 2017 eine Industrierezession, vor allem getrieben durch den Automobilsektor, aber nicht nur durch den. In anderen Ländern ist es anders, das sind die anderen Advanced Economies, Kanada, Australien und so weiter, die laufen eher so wie die USA, aber auch da beginnen hier schon vor der Krise negative Beiträge, also die Industrierezession ist älter als die Corona-Krise und China, na gut, die hatten positive Wachstumsraten, bis eben die Corona-Krise wirklich begonnen hat und dann 2 Monate mit starkem Rückgang, 2020 Januar und Februar und seitdem wächst es wieder. Mit relativ geringen Raten zwar, aber es gibt einen positiven Beitrag zum Wachstum der Industrieproduktion aus China. Die Eurozone wird hier, da werden die Balken kleiner, das heißt, der negative Beitrag im Vergleich immer zum Vorjahr, muss man sagen, wird ja auch immer kleiner. Das heißt, wenn hier noch so ein Drittel von einem, was sind das hier, vielleicht 2 Drittel von einem Prozentpunkt fehlen, dann immer im Vergleich zum selben Monat im Vorjahr. Und auch da, sozusagen, das sind doch die anderen Emerging Markets, und auch da sehen wir ja einen Unterschied zur Lehman. Ja, Lehman weiter rausgezogen und die Corona-Krise, jedenfalls, wenn wir die ganze Welt betrachten, doch viel V-förmiger. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man sich im Lockdown befindet und sagt, die Welt ist aus den Fugen geraten, nichts ist wie vorher. Naja, ganz so stimmt das nicht. In der Industrie und im Handel ist die Situation doch V-förmig gewesen, so wie das prognostiziert wurde. Bei sozialen Dienstleistungen ist es anders. Es ist sehr sektorspezifisch, aber gehandelt werden ja doch immer noch vor allem Industriegüter, Dienstleistungen auch natürlich. Dort ist das Leiden auch viel höher, im Tourismus zum Beispiel. Aber im Güterhandel jedenfalls ist die Krise, ich will nicht sagen vorbei, aber doch deutlich von dem Tiefstand im Frühjahr entfernt. Es gab auch keine zweite Rezession jetzt in der zweiten Welle. Ich glaube nicht, dass wir damit rechnen müssen. Es ist also das, was schon vor der Krise war, das uns Sorgen machen muss und das durch die Krise vielleicht verstärkt wurde. Und das war ein Trend zu mehr Protektionismus. Wir nennen das gerne einen Sittenverfall, weil es häufig schleichende Phänomene sind. Es sind lange ja nicht Zölle gewesen. Donald Trump hat dann mit den Zöllen begonnen, sondern es waren irgendwie andere Maßnahmen, nicht tarifäre Barrieren, sagen wir dazu, Regulierung, Bürokratie, solche Sachen. Und was man hier gut sehen kann, ist, dass es bei den Importrestriktionen, bei den Exportrestriktionen, bei den Exportsubventionen, alles Dinge, die WTO-rechtlich sozusagen so nicht erlaubt sind, aber die hier passieren konnten, weil es eben nicht klassische Handelspolitik ist, die dahinter steht, sondern was Kollegen gerne murky protectionism nennen, also schmutzigen Protektionismus. Da sehen wir bei den Importen, bei den Subventionen eben schon vor der Krise einen deutlichen Trend nach oben. Was neu dazugekommen ist, ist, dass Exportrestriktionen stark verwendet werden. Da gehören zum Beispiel Exportbeschränkungen bei Masken dazu, die wir ja auch in Deutschland hatten und dann auf die Europäische Union ausgedehnt haben, mittlerweile auch wieder abgeschafft. Aber in anderen Ländern sind diese Restriktionen länger geblieben. Und nicht nur im Maskenbereich, sondern auch im Lebensmittelbereich, gerade zum Beispiel in Südasien und Zentralasien, da sind solche Barrieren dann aber auch immer schnell mit hohen Teuerungsraten bei den Handelspartnern verbunden und mit sozialen Problemen, die daraus entstehen. Was wir auch beobachten können, schon längst vor der Corona-Krise, ist, dass sich Länder sehr viel eifriger bei Sanktionen bedienen, um außenpolitische Ziele zu erreichen. Das wird mit dem War by Other Means Paradigma umschrieben. Das ist auch der Titel eines Buches von Robert Blackwell und Jennifer Harris, War by Other Means,
kann ich nur empfehlen, ist schon wieder 4 Jahre alt, das Buch, aber sehr interessant. Und wir haben eben diese Zunahme von handelspolitischen Maßnahmen, um Außenpolitik zu betreiben. Die Europäische Union hat im Prinzip ja nichts anderes als die Handelspolitik, um sich außenpolitisch in Szene zu setzen. Und dann im Hintergrund natürlich der Umstand, dass die alte Ordnungsmacht, die USA, gemeinsam mit der Europäischen Union in Bedrängnis gerät. China läuft den beiden zunehmend den Rang ab. Was Sie hier sehen, ist das BIP in konstanten US-Dollar der Chinesen, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika. Und was Sie hier sehen, ist, dass so um die 2026, 27er Jahre China die EU überholen wird und 2035 oder so auch die USA überholen wird. Auch das ist eine Prognose. Was Sie aber auch sehen, ist, dass die Summe der transatlantischen Gemeinschaft, also EU plus USA, auch noch 2040, auch noch 2050 mehr an BIP haben wird als China. Das heißt, das China-Thema ist wahrscheinlich ein transitorisches. In der langen Zeitreihe wird auch die China-Angelegenheit eher V-förmig sein, nicht? Oder vielleicht ein Peak. Manche sprechen von Peak China, das so 2040 bis 2045 passieren wird. Dann wird der Anteil Chinas an der Weltwirtschaft maximal sein. Warum fällt das nachher? Das fällt deswegen, weil China eine fürchterliche Demografie hat. Also bevölkerungsmäßig schrumpfen wird. Und das reduziert dann natürlich auch das Bruttoinlandsprodukt. Das Problem, das wir mit China haben, ist, dass es sich nicht weiter geöffnet hat. Hier sehen Sie Indikatoren der Offenheit. Die steigen bis 2005 ungefähr, dann gehen sie eher seitwärts oder fallen sogar. 2001 ist China der WTO beigetreten. Da ging es noch ein bisschen nach oben und dann eben keinen weiteren Fortschritt. Das ist das Problem. Wir haben also, was die ökonomischen Verhältnisse angeht, Konvergenz. China schließt auf, aber in den politischen Systemen eher das Gegenteil, eher Divergenz. Hier noch ein kleines Bildchen, entschuldigen Sie, auf Englisch, aber da können Sie alle damit umgehen. Ich will das auch nur ganz kurz zeigen. Was dieses Bild veranschaulicht, ist, dass wir auch schon längst vor der Krise einen Trend hatten in den Wertschöpfungsketten, nämlich, dass sie kürzer werden. Was hier 73,7 heißt, ist, dass in einem Dollar chinesischer Exporte ungefähr 74 Cent chinesische Wertschöpfung stecken. Und 26 Cent wurden eben zugekauft aus dem Ausland, Vorprodukte, die importiert wurden aus Deutschland, aus Indien oder sonst woher. Und Sie sehen, von 2005 bis 2016, das sind Zahlen der OECD, hat sich dieser Anteil der importierten Wertschöpfung auf weniger als 17 Prozentpunkte verkürzt. Ein Trend, der in der Dimension nicht in Deutschland und USA auch zu beobachten ist, aber das sehen wir seit 2011 in etwa, dass der Anteil der heimischen Wertschöpfung in den Exporten wieder zunimmt. Und das heißt, wir haben schon seit 2011 in etwa so eine kleine Tendenz zum Reshoring, zur Verkürzung von Wertschöpfungsketten, zur Re-Regionalisierung. Das ist alles nicht Corona-mäßig, Corona-Krise. Mal sehen, wenn das wirklich nur ein V ist im Handel, wie wir es gerade gesehen haben, war das ein großer Hype im Frühjahr. Alle glauben, alles wird neu in der Globalisierung. Vielleicht bleibt da gar nicht viel übrig, wenn sich der Staub gesetzt hat. Ja, das ist die Frage. Wenn sich der Staub gesetzt hat, was dann? Und darüber wollen wir ja auch diskutieren. Hier nochmal ein Index, ein Globalisierungsindex, wie wir ihn uns vorstellen. Da nimmt man einfach den Weltgüterhandel und die Weltindustrieproduktion, dividiert die beiden durcheinander und bekommt einen solchen Indikator. Das ist besser als Globalisierung im BIP auszudrücken. Da gibt es Indikatoren, die vielleicht nicht ganz ideal sind. Aber wenn man das so macht und den Güterhandel auf die Basis bezieht, die auch wirklich handelbar ist. Nicht? Industriegüter können gehandelt werden. Der Rest im Bruttoinlandsprodukt ist häufig gar nicht handelbar. Dann bekommt man einen aussagekräftigen Indikator. Der zeigt uns eine deutliche Zunahme in den Nullerjahren bis 2008 in etwa. Ja. Deutlich heißt hier, der Güterhandel expandiert sehr viel stärker als die Industrieproduktion. Dann die Lehman-Brüder-Krise. Dann geht es seitwärts. Und der Economist spricht hier von Globalization. Gerade vorher hat mir die Sumaya Keynes vom Economist gesagt, es wäre ein niederländischer Autor gewesen mit einem unaussprechlichen Namen, der den Begriff Globalization erfunden hätte. Es war gar nicht sie, wie auch immer. Aber es ging eher seitwärts. Da ist wohl auch eine kleine positive Neigung zu erkennen, aber die ist statistisch schon gar nicht signifikant. Und jetzt ist der aktuelle Rand. Ja, was passiert hier? Da haben wir den Trump-Effekt, wenn man so mag, auch schon längst vor der Krise, dann den Einbruch in der Krise, Corona-Krise und dieses V, auch da der Vergleich zu den Lehman-Brüdern ziemlich dramatisch. Aber sagen, was kommt?
Das ist die große Frage. Was es gibt, kommt es nach Hyperglobalisation und Globalisation eine dritte Phase, die Deglobalisierung vielleicht? Ich denke, was den Güterhandel angeht, ja, da ist es wahrscheinlich wirklich so, dass die großen Wachstumsraten der Nullerjahre vorbei sind. Die wurden ja vor allem getrieben durch China. Wenn da 1,4 Milliarden Menschen relativ schnell Zugang finden zu den Weltmärkten, dann hat das natürlich einen Rieseneffekt. Aber die Globalisierung der Zukunft wird anderswo stattfinden. Nicht im Güterhandel, sie wird eher im Dienstleistungshandel stattfinden. Vielleicht haben Sie von dem Buch von Richard Baldwin gehört, Globotics heißt das, also Globalisierung im Zeitalter von Robotern. Und damit meint er nicht die Industrieroboter, sondern er meint eher sozusagen auch alles, was übers Internet gemacht werden kann, wo wir also durchaus Dinge handeln können vielleicht, die bisher nicht handelbar waren, ob das sozusagen unternehmensnahe Dienstleistungen sind oder Bildungsdienstleistungen, Kranken- und medizinische Dienstleistungen. Das ist bisher so kaum handelbar gewesen. Jetzt haben wir vielleicht die Tools, die Menschen sind an Zoom gewohnt und andere Dinge. Da könnte was kommen. Dann haben wir aber sozusagen Globalization oder vielleicht sogar Deglobalization im Güterhandel und im Dienstleistungshandel genau das andere. Und wenn wir vom Handel wegblicken auf andere Globalisierungsformen, dann ist ja gerade die Re-Regionalisierung auch verbunden mit Investitionen. Denn wenn jetzt zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie den amerikanischen Markt nicht mehr mit Exporten bedient, weil sie Angst haben, es könnten da Strafzölle kommen, sondern vor Ort produzieren, dann heißt das ja, dass diese Vor-Ort-Produktion auch aufgebaut werden muss. Da fließen dann Investitionen, dort sind dann ausländische Niederlassungen heimischer Konzerne und die Statistik berichtet vielleicht weniger Exporte, aber höhere sogenannte Affiliate Sales, also Verkäufe der affiliierten Unternehmen vor Ort, aber die Mutter ist eine Deutsche. Also es transformiert sich die Globalisierung. Ich glaube, die Globalisierung wird es nicht sein. Eine spannende Frage ist, ist das gut für den deutschen Mittelstand? Und ich glaube, da kann man schon große Fragezeichen dran setzen. Warum ist das nicht gut für den deutschen Mittelstand? Naja, weil der eben oft nicht in der Lage ist, eine Auslandspräsenz aufzubauen. Dafür sind die Unternehmen dann doch zu klein. Und weil sie vor allem im Dienstleistungshandel aktiv sind und im weil sie vor allem nicht im Dienstleistungshandel aktiv sind. Also wenn der nächste Globalisierungsboom im Dienstleistungshandel ist, dann ist das für den industriellen Mittelstand in Deutschland vielleicht ganz nett. Freut man sich für andere, aber für das eigene Geschäftsmodell nicht ganz so prickelnd. Die Logik für Mega-Regionals, die bleibt. Sie haben ja vor ein paar Tagen mitgekriegt, dass rund um China ein großes Abkommen finalisiert wurde, das sogenannte RCEP-Abkommen. Ich vergleiche das jetzt mal mit anderen Abkommen, die im Gespräch waren. TTIP, ja, jetzt reden manche von TTIP 2.0. Joe Biden ist ja nicht Donald Trump, mit dem kann man vielleicht wieder verhandeln. Schauen wir mal. TPP auch hier dann gleich noch, dass das Abkommen, das Obama verhandelt hat mit den Pazifikanrainerstaaten, aus dem sich Donald Trump sofort verabschiedet hat, einer seiner ersten Akte als US-Präsident. Aber nur im Vergleich, RCEP riesig groß, 30% der Bevölkerung, 30% des globalen BIP. Ja. Aber vergleichen wir das mal mit TTIP, das sind ja die blauen Balken, dann sehen Sie, dass ja, die transatlantische Gemeinschaft bei vielen dieser Indikatoren doch noch deutlich die Nase vorne hat. Nicht bei der Bevölkerung, das ist klar, aber bei den wirtschaftlichen Kerngrößen sehr wohl, sodass die Logik für den transatlantischen Deal, gemeinsam auf unserer gemeinsamen Wertebasis Standards zu schaffen, dass diese Logik eigentlich ungebrochen ist. Und ich höre wirklich sehr viel mehr jetzt wieder von der Idee, TTIP neu aufzulegen oder zumindest das, was in TTIP schon längst ausverhandelt war und das gar nicht kontrovers war, im Industriebereich, in vielen Dienstleistungsbereichen, ja, das umzusetzen ohne großes Theater, ohne Neuauflage von TTIP, das ist wahrscheinlich politisch nicht machbar, ohne Investitionsschiedsgerichte. Ja, aber den Kern des Anliegens, glaube ich, den könnte man bewahren. Noch ein paar Punkte zum Thema strategische Autonomie. Open Strategic Autonomy, das ist so das neue Leitwort für die europäische Außenhandelspolitik. Im Januar oder Februar will die Europäische Kommission ein neues Grundsatzpapier vorlegen und dann ausbuchstabieren, was Open Strategic Autonomy eigentlich bedeuten soll. Für den naiven Zuhörer ist das ja ein bisschen strapaziös oder ja, zumindest denkt man sich, was haben die sich einfallen lassen? Das ist irgendwie ein dreifaches Oxymoron, nicht? Also open und autonom, das passt irgendwie nicht zusammen. Da fragt man sich, ja, was denn? Wollt ihr einerseits autonom sein, andererseits aber auch offen? Das kann nur eine sozusagen Mischlösung sein. Und wie kann die dann strategisch sein? Ja, also da kann man, glaube ich,
gespannt sein darauf, wie die Kommission das auch ausbuchstabieren will. Manche sagen mir, diese Widersprüchlichkeit, die ist durchaus Absicht. Man will eine Diskussion anstoßen. Wir wollen uns nicht abschotten, wir wollen aber trotzdem sozusagen in strategisch wichtigen Bereichen unsere Souveränität bewahren, autonom bleiben, nicht abhängig werden von anderen, weil das Vertrauen nicht mehr gegeben ist, dass die Amerikaner auch das wollen, was für uns gut ist. Und in China, mit China haben wir dasselbe Problem. Na, vielleicht kommt da was Produktives heraus, das müssen wir noch sehen. Viele Argumente, die jetzt aber im Vorfeld gebracht werden, wenn man die näher betrachtet, haben wenig Gehalt. Da zeige ich Ihnen gleich ein paar Zahlen. Oft ging es ja am Anfang der Krise um das Thema Globalisierung ist riskant. Ja, wir haben jetzt die Masken nicht, die wir brauchen. Wir haben die Impfstoffe oder die Rohstoffe für Impfstoffe nicht. Manche Medikamente sind knapp. Aber es ist natürlich so, dass es in Handelsbeziehungen immer Risiken gibt. Klassische Geschäftsrisiken, wenn der Handelspartner pleite geht. Naturkatastrophen, ein Tsunami in Japan unterbricht auch Lieferketten. Und jetzt eben eine Gesundheitskrise. Dazu kommen politische Risiken und dann auch noch technologische Risiken, die politisch missbraucht werden können. Und was uns eigentlich, glaube ich, in diesem Open Strategic Autonomy Diskurs umtreibt, ist nicht die Naturkatastrophe eigentlich, sondern es sind die politischen Risiken. Dass dann sozusagen, weil man nicht vertrauen kann, Handelspartner eine sozusagen Notlage in Europa ausnutzt, um uns unter Druck zu setzen. Und das schon zitierte Buch kann ich nur empfehlen, dass diese Weaponization of Trade and Currencies schön ausbreitet und auch, sage ich mal, sich fast liest wie ein Drehbuch für die amerikanische Außenwirtschaftspolitik der letzten Jahre. Adam Smith, den Sie hier sehen, der ja Gründungsvater sozusagen der modernen Außenhandelstheorie ist. Er hat die Theorie absoluten Vorteile entwickelt. Aber er hat auch sehr klar gesagt in seinem grundlegenden Buch The Wealth of Nations, dass es eben das Vertrauen geben muss, um sich spezialisieren zu können. Wer es nicht vertrauen kann, dass die Handelspartner sich regelkonform verhalten, der tut sich schwer mit dem Spezialisieren. Und er hat dann diesen berühmten Satz geprägt, nachdem er die Vorteile des Handels, der Arbeitsteilung erklärt hat, dass National Defense of much more importance sei als Opulence. Ne? Am Ende ist die Sicherheit wichtiger als die Prosperität, die Opulence. Und hat dann der große Verfechter des Freihandels die Navigation Acts verteidigt, die Briten damals hatten, um holländischen Schiffen den Zugang zu britischen Häfen zu verwehren. Also die Diskussion ist alt und es sind vor allem politische Risiken und nicht so sehr die durch die Naturkatastrophe genuin hervorgerufene, die uns Sorgen machen müssen. Ja, was hilft gegen Risiken aller Art? Das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Risikoforschung beschäftigt hat. Es ist vor allem die Diversifizierung, die nützt. Und das kann man fragen, wie diversifiziert sind eigentlich die Importe der Europäischen Union? Und da kann man jetzt die Frage stellen, bei wie vielen Produkten in der Handelsstatistik zum Beispiel hat Europa einen einzigen Lieferanten? Nicht? Da gehen Sie hier auf die X-Achse, Anzahl der Lieferländer, gleich nach 0 kommt 1. Und da sehen Sie hier so ein kleines, winziges Kügelchen. Und da verstehen Sie, es sind so irgendwie 280 Länder, es sind ungefähr 280 Produkte, Entschuldigung, wo wir nur einen einzigen Lieferanten haben. Da könnte man sagen, boah, 280, das ist eine ganze Menge. Die Frage ist natürlich, was für Produkte sind das? Und wenn Sie hier dann weiter nach rechts laufen, dann merken Sie, es werden schnell erstens mal die Kugeln größer, die geben den Wert der Importe an und die Länder und die Anzahl der Produkte, die wir auf weniger Länder verteilen, die werden schnell kleiner. Ja. Das heißt, die Diversifizierung der Importe der Europäischen Union ist eigentlich recht hoch. Ne? Hier sehen Sie es nochmal, 277 Produkte sind hier aus 10.280, die wir in der Handelsstatistik haben, die von einem einzigen Land kommen. Ja, in Summe also eine diversifizierte Lieferantenbasis. Wer sagt, wir wären abhängig? Ja, 277 von 10.280, das ist jetzt nicht angsteinflößend. Jetzt kann man sagen, es sind ganz wichtige Produkte. Ja, wenn man die sich aber anschaut, welche das sind, dann sieht man,
Dinge, die tatsächlich ernst gemeint sein können, Rohstoffe wie Uranerz oder Blei oder Thallium, Barium, Beryllium, ja, da haben wir nur jetzt in dem Fall hier 3 Lieferantenländer. Dann gibt es auch so Dinge wie Telekommunikationssatelliten, Kühlschiffe und Schwimmbäder. Ja gut, das sind hochspezialisierte, sehr spezielle Güter, die kommen sehr häufig in der EU-Handelsstatistik eben aus den USA oder aus Japan. Und dann gibt es aber auch chemische Substanzen, ja, auch da, das könnten Rohstoffe für Medikamente sein, aber 537 von diesen 779 Produkten, das sind spezialisierte Agri-Food Products, das ist hier eben die Lebendziege, ja, die keiner eigentlich wirklich braucht, das ist nicht für das Überleben der Europäischen Union notwendig, oder auch der Tequila, na klar, der kommt nur aus Mexiko, oder der Gruyère, der kommt nur aus der Schweiz. Jetzt zu sagen, es ist schlimm, dass Gruyère nur aus der Schweiz kommt, denke ich, auf die Idee wird keiner kommen. Also es gibt ein paar Produkte, ne, die sind hier aufgeführt. Es sind von diesen 10.280 ja, vielleicht 250, wo wir maximal 3 Lieferländer haben. Also so große Sorgen muss man nicht haben. Schaut man sich ein Land separat an, wie Österreich, mein Heimatland, dann sieht man, hier gibt es sehr viel mehr das Thema, dass ein Produkt nur aus einem einzigen Lieferland kommen könnte. Aber Österreich ist ja Teil des Binnenmarktes. Also unsere Mitgliedschaft im Binnenmarkt ist die beste Versicherung, dass wir hier nicht angreifbar sind, weil ein einzelnes Land sagen könnte, ich schneide euch jetzt die Importe ab. Und auch über die Zeit findet man nicht, dass in Europa die Konzentration zugenommen hätte, also die Konzentration des Handels auf wenige Länder, also ein Herfindahl-Hirschmann-Konzentrationsindex, der fällt eher. Ja, 2001 sind die Chinesen in die WTO eingetreten. Viele sagen, ja, wir hängen viel zu stark von China ab. Ja, dann hätte man aber 2001 einen Anstieg dieses Konzentrationsindex sehen müssen bei den Exporten oder bei den Importen. Davon ist nichts zu sehen. Und wenn man vergleicht mit den USA zum Beispiel oder selbst mit China, merkt man, dass Europa eigentlich hier keine schlechte Figur macht. Also wir sind nicht irgendwie abhängiger geworden. Die USA schon ein bisschen mehr nach der Krise. Das hat sehr viel zu tun mit dem Außenhandelsdefizit der Amerikaner. Aber auch das sind keine Werte, wo man sagen müsste, da ist dringend Handlungsbedarf gegeben. Und letzter Punkt, wenn man auf die Covid-19-Güter sieht, ja, dann wird man feststellen, dass das Klagen in Deutschland über die Globalisierung noch total fehl am Platz war, denn Deutschland ist der Export-Champion bei Covid-19-Gütern. Damit sind nicht nur Schutzgüter gemeint, die machen ja wertmäßig einen kleinen Beitrag aus, sondern es sind zum Beispiel medizintechnische Ausrüstungen, Beatmungsmaschinen, all diese Dinge. 15% der globalen Exporte kommen hier aus Deutschland. Und Importe laufen gerade nur 9% nach Deutschland. Das heißt, wir haben einen riesen Überschuss bei den Covid-19-Gütern. Abhängigkeit vom Ausland, wenn man einen Überschuss hat, kann man eigentlich nicht darstellen. Und das gilt auch für die anderen EU-Staaten, nicht für alle gleich, aber für viele doch, sodass die EU insgesamt der größte Nettoexporteur von diesen Covid-19-Gütern war, 2018. Ja, in der Krise gab es Knappheiten überall, aber eine Abhängigkeit vom Ausland kann man nicht behaupten, wenn man einen Handelsbilanzüberschuss hat bei diesen Gütern. Es ist eher das Ausland, das von europäischen Lieferanten abhängig war. Wie kann man die Resilienz von Lieferketten stärken? Die Diversifizierung habe ich schon besprochen. Auch die Rolle des europäischen Binnenmarktes, das ist wirklich zentral. Handelsabkommen können helfen. Was wir vor allem brauchen, sind richtige Anreize. Wenn es keine eigene Produktion mehr gibt von irgendwelchen Rohstoffen medizinischer Art in Europa, dann ist das sehr häufig deswegen so, weil sich das einfach nicht rechnet. Und es rechnet sich deswegen nicht, weil in diesem sehr stark regulierten Gesundheitsmarkt, Arzneimittelmarkt, die Monopolnachfrager, das sind die Krankenkassen, der Industrie Verträge angeboten haben, in denen auf die Preise gesetzt wird. Ja, da wurden Preisrabatte erzwungen, aber nicht auf die Liefersicherheit. Man hat gesagt, naja, also wir wollen möglichst günstig einkaufen, aber es gibt keine Prämie, es gibt keine Belohnung für das Bevorraten und für das Garantieren von Liefersicherheit. Da müsste man umbauen. Ich glaube, das hat die Krise gezeigt, aber das hat nichts zu tun mit einem Problem der Globalisierung, sondern sehr viel zu tun mit der Verfassung dieses Medizingütermarktes. Ja, und da gibt es noch ein paar andere Punkte. Was man sicherlich, wo man mit Diversifizierung nicht weiterkommt, ist bei Rohstoffen, wenn einfach Lithium nur aus Bolivien kommt, ja, da
hilft kein Diversifizieren. Da wird man sich andere Mittel zurechtlegen müssen, zum Beispiel Urban Mining, also das Recycling von wichtigen Rohstoffen, Anreize für Lagerhaltung, damit wir hier nicht erpresst werden können. Und am Ende braucht es auch einfach Außenwirtschaftsdiplomatie. Aber ein Rückzug von der Globalisierung würde uns überhaupt nicht helfen, denn wenn es nicht diversifizierbare Güter sind, dann haben wir die eben im Inland nicht. Lithium gibt es ja nicht. Was soll da anders werden, wenn wir, also wie können wir es nur schlechter stellen, wenn wir auf den Import verzichten würden? Ja, damit glaube ich, stoppe ich mal und ich denke, für die Diskussion haben wir hiermit genug Material. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Wunderbar, vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag. Wir haben drei erste Fragen. Vielleicht erstmal eine konkrete Frage zu Ihrer dritten Folie von Raphael Ritz, der bemerkt, dass die Kennzahl auch die Risiken der Planung aus 2019 berücksichtigt. Andersherum gesagt, vermutet er, dass die Planungen in den Ländern nicht mit den gleichen Annahmen getroffen sind. Liegt er in dieser Annahme richtig? Jetzt muss ich mal gucken, was das Slide Nummer 3 war. Ich nehme an, das sind die... Das habe ich zugemacht, das war nicht geplant. Das war das Slide mit den Einbußen beim Brutto, ja genau, beim Bruttoinlandsprodukt. Naja, also natürlich sind die Annahmen anders über die Länder hinweg und über die Prognosezeiträume hinweg. Also im Herbst 2019 hat man ja eine Corona-Krise nicht vorhergesehen und dann kam sie und hat sozusagen die Prognose für 2021 verändert. Und es verändert sich im Hintergrund natürlich sehr viel mehr als nur die Tatsache, dass Corona kam. Vielleicht ist das der Punkt von Herrn Rütz. Es ist nicht ceteris paribus, wenn Sie so mögen. Nicht die Ökonomen wollen eigentlich immer eine Variable verändern, einen Parameter verändern und alles andere konstant halten und dann herausfinden, wie diese eine Veränderung in einem Modell Änderungen hervorruft. Hier ist es so, dass nicht nur die Corona-Krise selbst passiert ist, sondern auch die Response auf die Corona-Krise über die Länder unterschiedlich ist. Manche reagieren gut, manche reagieren schlecht. Es könnten auch zusätzliche Probleme dazugekommen sein, die nichts mit Corona zu tun haben, also dass die USA eine ziemlich verkorkste Wahl hinter sich haben, ja, mit hoher Unsicherheit und so. Na, das widerspiegelt sich auch da drin nicht. Insofern ist es nicht ein reiner Corona-Effekt, sondern das ist ein bisschen verschmutzt, also nicht eine saubere komparative Statik sozusagen. Aber es ist so gut, wie wir eben können, ne? Der Effekt heraus isoliert, den wir glauben, im Großen und Ganzen auf Corona zurückführen zu können. Vielen Dank. Eine weitere Frage kommt von Herrn oder Frau Weiß, in Bezug auf Wissens- und Technologieglobalisierung, wie da der Entwicklungsstand ist. Und dieser Frage würde ich eventuell, die würde ich etwas ausformulieren und meinerseits einen Beitrag dazu leisten. Und zwar, inwieweit müsste da die weltweite Arbeitsteilung überdacht werden, weil Sie ja auch über die Rolle von Vertrauen gesprochen haben. Und vor allem im Technologie- und Wissensbereich geht es sehr viel auch um die Schützung von Intellectual Property Rights, wenn es darum geht, Medikamente zur Verfügung zu stellen im Falle einer Pandemie, wie wir sie gerade durchleben, dann will natürlich jedes Land zunächst mal die Medikamente im eigenen Land haben und nicht weiter verbreiten. Also wie steht es da um den Entwicklungsstand der Wissens- und Technologieglobalisierung? Inwieweit muss die internationale Arbeitsteilung überdacht werden und wie steht es um die Rolle von Vertrauen? Ja, also zunächst einmal zu der Frage von Herrn oder Frau Weiß, die Wissens- und Technologieglobalisierung. Ja, die Frage ist, was meinen Sie denn damit genau? Nicht? Wir haben im Wissenschaftssystem einen extrem globalisierten Markt, wenn man so will. Also die Kooperation hat eher zugenommen, auch in den letzten 10 Jahren der Güterhandel. Da gab es die Globalization,
aber im Wissenschaftssystem sind wir eher weiter in die Globalisierung gelaufen, mit großen Forschungsallianzen, Universitäten haben sich globalisiert, internationale Niederlassungen gegründet. Deutschland spielt da nicht wirklich mit, das ist unser staatliches Universitätssystem nicht gut geeignet. Aber die britischen Universitäten zum Beispiel, da sind einige ins Ausland gegangen in den letzten 10 Jahren und sind dort auch gewachsen, also teilweise sogar Cash Cows. Ne? Die University of Nottingham ist da ein Frontrunner gewesen. Amerikanische Universitäten, die Niederlassungen auf der ganzen Welt haben. Also das ist nur ein Beispiel. Aber was da auch im Hintergrund, oder was als zweites wichtig ist, ist, dass wir sagen, gerade auch in der Forschung, bei Research and Development, eine Arbeitsteilung gesehen haben, die sich stärker ausgeprägt hat, auch in den letzten 10 Jahren. Güterhandel seitwärts, aber man hat auch sozusagen Forschungsaufgaben stärker outgesourced. Das gab immer wieder auch die Klage in deutschen Medien darüber, dass deutsche Unternehmen nicht mehr nur in Deutschland forschen, sondern auch anderswo. Aber das ist deswegen, weil in der Forschung selber es auch Arbeitsteilung geben kann. Im Medizinbereich ist das ganz klar. Es ist einfach sozusagen günstiger, Medikamente in Indien zu testen als in Deutschland. Das ist vielleicht nicht moralisch immer besonders toll, was da dahinter steckt, warum es günstiger ist, aber es ist ein Standardvorteil Indiens oder auch in der Entwicklung von IT-Produkten. Nicht? Das heißt, da ist, glaube ich, die Wissens- und Technologie-Globalisierung weitergegangen. Das sieht man nicht in meiner Grafik, ne? Weil das ja nur der Güterhandel ist. Wo man es auch sieht, ist beim Primäreinkommen. Also wenn Sie fragen, was verdienen eigentlich irgendwelche Multinationals dort, wo sie ihre Patente liegen haben. Ne? Also was ist der Wert von Patenten? Der ist auch stark angewachsen und wir sehen das immer stärker auch in den Zahlungsbilanzen. Das heißt, da gab es auch eine sozusagen Trennung, wo die Patente liegen und wo die Eigentümer der Patente sind. Das hat sich auch auseinanderentwickelt. Da gibt es steuerrechtliche Gründe, warum das so ist, aber es ist schon auch Ausdruck von einer gewissen Technologie-Globalisierung. So, und jetzt, Herr Dickes, sagen Sie, wenn wir unseren Handelspartnern nicht mehr vertrauen können, wie können wir denn da eigentlich guten Gewissens Spezialisierung zulassen? Ja, das ist die Kernfrage unserer Zeit. Das ist die Kernfrage. Nicht? Und sie ist 250 Jahre alt. Ne? Wenn Sie Adam Smith lesen, werden Sie herausfinden, auch den hat das schon umgetrieben. Spezialisierung ist super. Nicht? Wir werden reicher, wenn wir das tun, was wir besonders gut können und das von anderen machen lassen, was andere besonders gut können. Aber wir müssen vertrauen können, dass im Fall des Falles, auch in einem sozusagen wirklichen Notstand, mein Handelspartner pakttreu ist und liefert, wenn ich das dringend brauche. Ja, und das ist bei Medikamenten natürlich besonders ausgeprägt. Wie kommen wir da voran? Wie können wir das Vertrauen, das verloren gegangen ist, wiederherstellen? Ich glaube, dass es mit den USA recht schnell geht, nicht? Weil Donald Trump halt einfach, sag ich mal, ein singuläres Ereignis gewesen sein wird. Und man vielleicht jetzt unter Joe Biden sieht, die Arbeitsbedingungen mit den Amerikanern sind nach wie vor gut. Ja, das sieht man in der Handelsstatistik, da gibt es keinen Trump-Effekt, also in der deutschen Handelsstatistik mit den USA. Die Unternehmen haben gelitten unter diesem Präsidenten, aber die Beziehungen, nicht, der Handelspartner untereinander, auch an den Universitäten, die haben keinen Trump-Effekt erlebt. Als ich 2017 das erste Mal nach der Wahl Trumps in die USA gefahren bin, habe ich gesagt, okay, alle reden von diesem Präsidenten, die Universitäten, die Kollegen machen sich alle lustig über ihn, aber es hat sich natürlich im Arbeitsablauf nichts geändert. Es ist sogar so gewesen, dass eher die Immigration leichter geworden ist in die USA für einen Europäer, weil da einfach mehr Geld hinein investiert wurde in das System. Also ich glaube, dass zwischen USA und Europa dieses Vertrauen, das ist vielleicht verloren gegangen in den letzten Jahren, aber das ist nicht tiefschürfend. Mit China ist es anders. Ja, in China sehen wir ein Land, das Minderheiten verfolgt. In China sehen wir ein Land, das individuelle Freiheiten ganz anders einschätzt, als wir das tun. Da sehen wir ein Land, das hungert danach, sozusagen das Jahrhundert der Erniedrigung, das 19. Jahrhundert für die Chinesen und die erste Hälfte des 20. hinter sich zu lassen. Nicht? Und da haben wir echt sozusagen nachhaltig, glaube ich, nicht die Basis, wo wir sagen können, wir tun so, als wäre China ein ganz normaler Handelspartner, so wie die Schweiz das ist oder wie auch eine renormalisierte USA das vielleicht sein können. Ja, das wird dazu führen, dass wir mit China in einen anderen Dialog gehen müssen. Wir brauchen Versicherungssysteme, wir müssen uns vertraglich besser absichern, wir müssen diesen Investitionsschutzabkommen mit China endlich
durchziehen. Wir müssen auch mit den Ländern, mit denen China näher arbeiten will, zum Beispiel ASEAN-Partnern selber Handelsabkommen schließen, mit Indonesien zum Beispiel, da wird verhandelt, aber das ist schwierig, weil da natürlich auch wieder Umweltthemen ganz oben stehen in der Agenda, aber da wird man nur mit Verträgen etwas tun können als Substitut für das fehlende Vertrauen. Das heißt, wir sehen ja auch eine große Aufgabe in Sachen Global Economic Governance. Da schließt sich dann meinerseits die Frage an, ob oder werden die internationalen Finanzinstitutionen, IMF, Weltbank, ihre Zentralität in der Weltwirtschaftsordnung über die Corona-Krise hinaus behalten können? Und ist der wirtschaftliche Anstieg vor allem der BRICS-Staaten, speziell Chinas, eher als Bedrohung für die von Bretton Woods inspirierte liberale Handelsordnung zu sehen? Sie haben ja auch schon RCEP angesprochen, ja. Und wir haben eine generelle Tendenz auch zu Plurilateral Trade Agreements, ja, in der WTO, die natürlich das multilaterale Handelssystem auch schwächen. Ja. Ja, also ich glaube, das wird weitergehen. Also China hat ja eine eigene Entwicklungsbank gegründet, um sich sozusagen von den Washington Institutions unabhängiger zu machen. Okay, das gab es auch vorher. Es gibt auch eine European Bank for Reconstruction and Development, eine Asian Investment Bank, aber die war immer stark auch Amerika dominiert. Also es geht da schon auch, glaube ich, in China und in Teilen auch den BRICS-Ländern darum, amerikafreie Institutionen zu schaffen. Die Deutschen und die Briten hat man mitmachen lassen, gerne in dieser Asian Infrastructure Investment Bank, aber die Amerikaner nicht. Die wollten auch gar nicht. Ist das ein Problem? Macht uns das schwächer? Ist nicht klar. Das ist nicht klar. Es erhöht den Druck auf die Weltbank, gute Produkte aufzulegen. Wenn Sie mit afrikanischen Politikern reden, die sagen, China ist ein Segen. Und warum? Weil wir plötzlich eine Outside-Option haben. Vorher mussten wir nach Paris. Und wenn der Pariser Präsident gesagt hat, d'accord, dann konnte man Panzer kaufen und man konnte ein Krankenhaus installieren und eine Universität bauen. Und wenn er gesagt hat, no, war es halt nicht. Ja, und jetzt gehen sie zu den Chinesen, haben eine Alternative und können dann zurückkommen nach Europa und sagen, ihr müsst uns was anderes anbieten, wenn ihr wollt. Ja, also das erhöht die Verhandlungsmacht und es eliminiert eine Monopolsituation. Das ist nicht zwingend schlecht. Ähnliches gilt für die WTO. Die WTO hat viele Probleme. Aber die Tatsache, dass man die WTO auch umgehen kann, setzt die WTO unter Druck, sich zu reformieren. Und wenn die WTO es nicht schafft, dann wird man sagen, gut, dann werden sich andere institutionelle Strukturen finden. Da bin ich also gar nicht so pessimistisch. Das haben wir auch schon gesehen. Die zweite Schiedsgerichtsinstanz der WTO hat Trump ja lahmgelegt. Hat nicht lange gedauert. Wirklich nicht lange gedauert, dass unter Führung Europas mit 20 oder so anderen Ländern ein Substitut geschaffen wurde. Ja, ein Multi-Party Interim Appellate Body sozusagen. Ja, deswegen. Und das kann die Globalisierung sogar anschieben statt bremsen, ne? Wenn es Wettbewerb gibt, bei den Lending Institutions zum Beispiel. Jetzt, da ist ja, bitte. Ja, ich will Sie an der Stelle vielleicht, Sie haben auch Entwicklungsmodelle angesprochen, da ist ja auch interessant zu sehen, wie sich da Corona auswirkt, wie die EU und die USA weiterhin Entwicklungsarbeit leisten können, weil in England ist es auch eine große Debatte gerade, dass das Budget für Entwicklung und für Foreign Aid reduziert wird im Rahmen von Corona-Einsparungen. Also da ist es natürlich, dass die Kompetenz dann von EU und USA wird reduziert, während gleichzeitig Alternativen geschaffen werden, was natürlich, denke ich, doch Schwierigkeiten für die liberale Handelsordnung irgendwie in sich birgt. Ja, klar. Also wir haben nicht die Instrumente in der Hand, sozusagen, um Wohlverhalten in Entwicklungsländern abzusichern. Nicht? Also gleichzeitig aber ist es die Tatsache, dass China bereitsteht, für viele Entwicklungsländer gut. Also China mag second sozusagen Interests haben. Die wollen vielleicht, die geben auch keine Entwicklungshilfe aus reiner Philanthropie. Natürlich nicht. Die haben strategische Interessen. Das ist aber bei den Amerikanern und Europäern auch so. Nicht? Wir haben, da war ich noch am IFO-Institut vor 7, 8 Jahren, mal eine Studie gemacht für das Bundeswirtschaftsministerium
um zu belegen, dass die deutsche Entwicklungshilfe auch tatsächlich zu mehr Exporten Deutschlands führt in die Länder. Und das war natürlich da. Ja, das kann man natürlich nicht im Parlament so deutlich aussprechen und sagen, Entwicklungshilfe kriegt nur, wer dann eben auch deutsche Produkte damit kauft. Aber das ist ein relativ starker Befund gewesen. Wir sollten nicht so tun, als unsere Entwicklungshilfe sozusagen hochwertiger wäre als die chinesische. Das ist jedenfalls nicht ganz unproblematisch, das einfach zu unterstellen. Ne? Jetzt hier sind eine ganze Reihe von Fragen. Herr Tigges, ich kann sie ja lesen. Genau. Wollen wir gerne weitermachen. Wir können vielleicht im Anschluss die Frage von Magnus schließt sich, glaube ich, ganz gut an, ob eine mögliche Lösung, um die Abhängigkeiten zu vermeiden, wäre, das Gesundheitssystem stärker zu privatisieren. Naja, also das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was ich darauf antworten soll. Privat oder nicht? Also es geht nicht so sehr, ob es die Krankenhäuser privat sind oder staatlich. Oder vielleicht geht es auch nicht mal sozusagen um die Form genau der Krankenversicherung. Es geht um die Marktverfassung. Nicht der Gesundheitsmarkt, der Markt von Krankenhausdienstleistungen, der Markt der Medizinprodukte, von Arzneimitteln, der ist ja super reguliert. Und das muss er auch sein. Nicht? Also wir wollen ja sicherstellen, dass Sie zum Arzt gehen, dass Sie da jemanden treffen, der kompetent ist. Sie wollen sicherstellen, dass Sie, wenn Sie Aspirin kaufen, auch Aspirin kriegen. Und so weiter. Nicht? Das ist also ein zwangsläufig eng regulierter Markt. Und die Frage ist die Regulierung gut? Ja, und da könnte man, glaube ich, ein paar junge Leute brauchen, die sich das mal genau unter die Lupe nehmen, in der Promotion oder so. Ich glaube nicht, dass die Regulierung gut ist. Ja, da werden nicht die richtigen Anreize gesetzt. Und das hat, glaube ich, nicht so sehr damit zu tun, ob es privat oder nicht. Ich glaube, wir haben in Deutschland gar keine so schlechte Mischung. Es gibt Forschung im Bildungsbereich. Staatliche Schulen, die mit privaten Schulen konkurrieren, werden besser. Ja, das ist wie vorher mit den Finanzinstitution. Ja, also ich glaube, dass eine gute Mischung Privat und Staat, das ist in Ordnung, das befruchtet sich gegenseitig. Wir brauchen aber vor allem die richtigen Regulierung rundherum und da, glaube ich, mangelt es. Wunderbar. Dann haben wir nochmal eine Frage von Herrn oder Frau Weiß. Entschuldigung, dass ich nicht weiß, ob es Herr oder Frau ist. Es steht nur F. Weiß. Ist es aus ökologischer Sicht nicht positiv zu bewerten, dass die Globalisierung des Güterhandels wieder etwas rückläufig ist? Im Ergebnis wahrscheinlich schon, weil der Güterhandel, der in Flugzeugen und mit Containerschiffen abgewickelt wird, natürlich CO2-intensiv ist. Ja. Die Frage ist, ob wir uns deswegen über die Corona-Krise freuen können. Nicht? Und ich würde sagen, natürlich nicht. Was wir bräuchten, ist, dass wir den internationalen Transport einer CO2-Bepreisung unterwerfen. Im Inland ist das ja schon der Fall, innerhalb Europas, auch im Flugverkehr. Aber im im internationalen Güterhandel nicht. Und klar, wenn wir sagen, Schiffsdiesel wird mit CO2-Preis belegt und Flugkerosin auch, dann wird der Warenhandel teurer werden. Und dann kann man ausrechnen, dass das ein paar Prozente Handel kostet. Aber wir wollen ja auch nicht den Güterhandel maximieren aus reiner Liebe zum Güterhandel. Das ist ja sozusagen ein Mittel zum Zweck. Und wenn das Preissystem nicht stimmt, weil Verschmutzungsrechte nicht bepreist werden, dann kann es auch so sein, dass wir wirklich ineffizient viel Handel haben, zu viel Handel haben. Aber das richtige Instrument ist nicht eine Rezession, ja, sondern das richtige Instrument wäre eben, den CO2-Preis auf diese Bereiche auszudehnen. Dann haben wir eine Frage, wahrscheinlich, die sich daran anschließt, auf Ihren Kommentar bezüglich des deutschen Mittelstands. Wie sollten sich kleine mittelständische Unternehmen auf die Zeit nach Corona strategisch vorbereiten? Sie müssen das tun, was Sie ja auch schon in den letzten Jahrzehnten in der Nachkriegszeit wirklich gut gemacht haben, besser als viele andere in der Welt. Sie müssen sich vernetzen und Sie müssen Kooperationsmodelle finden. Sie müssen ins Ökosystem hineinschlüpfen,
das große Unternehmen aufspannen. Und das ist in Deutschland, ich werde oft gefragt, warum haben wir so einen gut globalisierten Mittelstand in Deutschland? Nicht? Das ist in Deutschland so, in Österreich so, in der Schweiz so, in Teilen Skandinaviens, aber viele Länder haben das eben nicht. Und die fragen, warum habt ihr das? Und ich glaube, dass ein zentraler Treiber für diesen Erfolg des Mittelstandes seine gute Vernetzung ist. Das sind die vielgescholtenen Handelskammern zum Beispiel. Ja, das ist so dieser kooperatistische Spirit, wo man nicht sozusagen jeder macht allein für sich herum, sondern man ist bereit, Erfolgsmodelle nach außen zu tragen, das zu teilen. Das ist die Vereinsmeierei, die in Deutschland so ausgeprägt ist, die sich da wiederfindet. Und da, glaube ich, müssen die Unternehmen sich fragen, sind das die richtigen Instrumente? Können die IHKs das, was sie leisten müssen? Funktioniert die Kooperation? Schafft das wirklich, Mehrwert in dem Sinne, dass man gemeinsam auch eine Größe hat, mit der man große Entwicklungsaufgaben stemmen kann, mit der man vielleicht auch sozusagen diesen Sprung in Auslandsmärkte schaffen kann, wenn man allein dafür zu klein ist. Ja, und das, denke ich, wird man sich in Zukunft, wenn die Zolldrohungen weiter da sind oder die Drohungen mit anderen Barrieren weiter da sind, wird man sich da stärker überlegen müssen, wie man hier kooperiert. Da schließt sich dann, glaube ich, ganz gut die Frage von Diego Sastelli an, ob die Globalisierung und die enge Vernetzung, die ja so wichtig war für die kleinen mittelständischen Unternehmen, so wichtig ist, die Pandemie erst ermöglicht bzw. verstärkt oder hat sie eher umgekehrt schnellere und effizientere Bekämpfung der Pandemie gefördert? Ja, beides. Sie hat beides gemacht. Nicht? Also stellen Sie sich vor, wir errichten rund um China eine wasserdichte Mauer, bis ins Weltall, dann wäre dieses Virus nie nach Italien gekommen und wäre von Italien nie nach Ischgl gekommen und von Ischgl nach Deutschland, ne? Natürlich. Aber das ist eine Welt, die wir uns nicht wünschen wollen. Nicht? Also wenn wir sagen, wir hätten jetzt keinen Handel mehr, keine Globalisierung mehr, dann wäre vielleicht das Virus nicht so schnell oder nicht so stark nach Deutschland gekommen, aber wir wären natürlich viel ärmer in einer solchen Welt ohne Handel. Viel ärmer. Also die Gains from Trade würden entfallen. Was wir auch sagen können, ist ganz klar, dass die Knappheit zum Beispiel an Masken, die wir hatten im April, ne, die war ein Thema. Die war einen Monat lang ein Thema. Und dann war es weg. Warum war es weg? Weil wir gesehen haben, dass weltweit enorm viele Textilunternehmer gesagt haben, für Masken gibt es einen hohen Preis. Die Stellenbaumaschinen auf Maskenfertigung um. Und die Knappheit war gelöst und wir haben eher, ich will nicht sagen ein Überangebot, aber wir haben reichhaltiges Angebot. Auch die Maskenarten haben sich ja vermultipliziert in unglaublichster Art und Weise. Unterschiedliche Stoffe, da gab es Innovation, ja, es gibt eine riesige Preisdifferenzierung, ja, die Masken, die ein paar Cent kosten und die Luxusmasken um viele Euros. Also da sieht man auch die Kraft sozusagen einer solchen marktwirtschaftlich strukturierten Weltwirtschaft, ja, dass Knappheiten, wenn sie da sind und auch zu höheren Preisen führen, schnell gelöst werden und mit großer Dynamik. Insofern beides. Die Globalisierung hat die Ausbreitung sicher beschleunigt, aber sie hat dann eben auch in der Bekämpfung Vorteile gehabt. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage von Johann Ivanauskas. Welche Gründe gibt es für die geringe Reduzierung des BIP in China? Ich gehe davon aus, dass es auch vor allem darauf angespielt wird, wie hat es China geschafft, jetzt doch so schnell wieder die Wirtschaft ans Wachsen zu bekommen? Naja, also China hat vor allem das Infektionsgeschehen sehr schnell in den Griff gekriegt. Ne? Das war im Januar, Februar ein großes Thema. Und dann wurde das Virus in China im Prinzip ausgetreten, ja, mit brachialen Methoden. Und es ist nicht wiedergekommen. Es gibt keine zweite Welle in China. Übrigens auch nicht in Taiwan. In Südkorea schon eher. Ne? Und in Singapur schon eher. Also im Greater China-Bereich ist es nicht überall so wie in der Volksrepublik selber. Aber dort hat man mit brutalen Methoden, ja, das Virus offenbar erfolgreich bekämpft. Ganz trauen kann man den Zahlen aus China nie. Über die Mortalitätsraten, Infektionsraten, die können wir auch nicht doppelt checken.
Ja, so Dinge wie die Handelsstatistik oder den Straßenverkehr, den Schienenverkehr in China, den kennen wir genau. Ja, die haben Satellitendaten, die uns ziemlich genau sagen, was da los ist. Aber sozusagen Infektionsdaten, Übersterblichkeit und so weiter, die kennen wir nicht. Aber gehen wir davon aus, dass es so ist, dass China die Infektion besiegt hat im April, mehr oder weniger, und es verhindert hat, dass es zu Neueinträgen kam, dann ist das das Geheimnis des Erfolgs gewesen. Da ist das V, das wir ja auch in Deutschland teilweise sehen, jedenfalls im dritten Quartal kam ja massiv zurück. Dieses V haben wir eben auch in China gesehen und das würden wir auch in Deutschland erleben, wenn wir jetzt beginnen zu impfen, möglichst schnell, möglichst große Teile der Bevölkerung impfen, dann wird auch Deutschland und andere Länder, die das machen, sehr schnell zurückkehren. Es ist ja keine Krise des Wirtschaftssystems, es ist eine Naturkatastrophe. Und sobald sozusagen es aufhört zu stürmen und zu hageln, dann findet das normale Wirtschaftsgeschehen wieder statt. Immer natürlich vor dem Hintergrund, dass sich alles permanent ändert. Ne? Also das Reden von dem neuen Normal, das nervt mich auch sehr, weil es gibt kein neues Normal, hat es nie gegeben. Wir haben jedes Jahr, ist anders als das Jahr davor und es wird immer schneller. Wir wandeln uns auch ohne Krise, aber das Krisengeschehen ist eben vor allem eines, das das Virus ausgelöst hat. Und wenn wir das Virus im Griff haben, dann wird es wie in China laufen. Wir werden im Nachgang überlegen müssen, was hat China genau gemacht, ja, und das genau verstehen. Was ist es? Ist es die Surveillance-Technologie? Ja, ist es einfach die brutale Quarantäne gewesen? Was war es genau? Ja, und eben auch in anderen Ländern, die ähnlich erfolgreich waren wie Taiwan. Das ist sicher eine spannende Frage, aber um das sozusagen wirklich genau zu kennen, da brauchen wir jetzt sicherlich noch ein oder zwei Jahre intensiver Forschung. Wunderbar, dann wir sind auch schon fast am Ende. Wenn Sie noch 5 Minuten Zeit haben, dann würde ich gerne eine abschließende Frage meinerseits noch stellen, weil wir viel über Adam Smith gesprochen haben, viel über Vertrauen gesprochen haben. Adam Smith ja vor allem auch seine Arbeit auf Moralphilosophie basiert, auf seiner Theory of Moral Sentiments und viel über die Beziehung zwischen Markt und Staat in seiner offenen Marktgesellschaft spricht. Und da stelle ich mir die Frage, wie denn jetzt Corona und vor allem die staatlich basierten Rettungspakete langfristig sich auf die Beziehung zwischen Markt und Staat auswirken wird. Ja, sehr gute Frage. Da ist die Zukunft offen. Das liegt an uns. Nicht? Also das jetzt in einer doch massiven Krise, die haben das V ja gesehen, Industrieproduktion in wenigen Tagen, ja, um 30% eingebrochen. Das sind ja schon dramatische Vorgänge, dass da der Staat stabilisierend wirkt, versichernd wirkt, ist richtig. Das ist nicht Smith, sondern Keynes und ein gut interpretierter Keynes. Wir müssen nun aber den Ausstieg aus diesen Hilfen finden. Wir müssen ihn schnell finden, damit der Staat nicht zu sehr in das Wirtschaftsgeschehen hineinregiert. Das tut er immer und das muss er auch, aber es muss wohl dosiert sein. Und man darf ja nicht naiv sein. Je stärker sich der Staat in die Unternehmen einmischt, umso stärker gibt es auch die umgekehrte Einflussnahme. Das ist ein demokratiepolitisches Problem. Nicht? Darauf hat Friedrich Hayek immer wieder hingewiesen. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht, dass sozusagen Industrie und Lobbyinteressen letztlich den Demokratieprozess mitgestalten und mittreiben. Und die Sorge, glaube ich, muss man haben. Je stärker der Staat ist, als Teilnehmer am Wirtschaftsgeschehen, als Beeinflusser, als Retter auch, umso mehr wird er Aktionen hervorrufen, die eben diese Rettungen dann ermöglichen und einfordern. Ja? Und das sehen wir ja auch ganz massiv. Die November- und jetzt Dezemberhilfen sind ein gutes Beispiel dafür. Das ist nicht mehr vernünftig, was da getrieben wird. Das ist total überdimensioniert. Das ist auch eine Überkompensation. Und es ist klar, dass das in vielen Wirtschaftszweigen sehr willkommen ist. Nicht? Wenn der Staat mit dem Umsatz ersetzt, dann na, das ist sozusagen wie ein arbeitsloses Grundeinkommen. Das fühlt sich nicht schlecht an. Und viele Unternehmen, in Österreich ist es noch viel schlimmer, weil da das Kurzarbeitergeld nicht angerechnet wird. Viele Unternehmen in der Gastro- und Hotelbranche haben im November wahrscheinlich so hohe Unternehmerlöhne oder so hohe Erträge, wie sie kaum sonst in normalen Zeiten haben. Ja?
Das sind Fehlentwicklungen, die müssen wir abstellen. Und wenn das nicht gelingt, deformieren wir in der Tat unser Wirtschaftssystem. Ja, das ist, da müsste man den ganzen Abend nochmal damit verbringen, um das ein bisschen zu systematisieren. Aber es ist wichtig, dass wir unseren Politikern zeigen, wo die Grenzen sind. Das deutsche Problem ist das Wahljahr, das jetzt kommt. Nicht? Wo genau eben diese hohen Einflussmöglichkeiten, die der Staat jetzt hat in der Krise, vielen sehr gelegen kommen. Ja, jetzt ein paar große Geschenke verteilen. Und wenn man so guckt, was passiert in der deutschen Haushaltspolitik, sieht man, wie da die Karten gemischt werden, sich ein großes sozusagen Wahlkampfbudget zurechtzulegen, wo man alle möglichen Dinge noch finanzieren kann, die 2-3 Jahre später nicht mehr gingen. Das sind Nebenwirkungen der Krise, die nicht nur wirtschaftstheoretisch sozusagen bedenklich sind, sondern vor allem auch demokratiepolitisch nicht in Ordnung sind. Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, was Sie ansprechen, auch in Bezug auf, wenn man das vergleicht mit der vergangenen Euro-Krise, wo ja viel Kritik auch aus der Gesellschaft kam zu den Griechenland-Hilfen. Und jetzt scheint es ja, damals war das Narrativ Austerität und Marktstärken und vor allem aus der deutschen Bevölkerung auch eine geringe Bereitschaft für die südlichen Staaten Europas große Konjunkturpakete zu schnüren. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Verhältnis. Da ist es viel mehr Solidarität zu sehen und viel mehr staatliche Hand im Krisenmanagement. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ja. Damit komme ich zum Schlusswort, damit wir alle noch den Rest unseres Abends weiterhin genießen können. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich glaube, es ist sehr spannend, zum einen zu sehen, dass der ökonomische Schaden sehr ungleich verteilt ist, sowohl innerhalb der Bevölkerung als aber auch international, und dass das große Auswirkungen hat auf die Verschiebung des internationalen Machtgefüges und es da auf die Entwicklung der nächsten Jahre ankommen wird, wie sich internationale Institutionen weiterentwickeln werden, welche Rolle Multilateralismus spielen wird oder ob doch eher auf bilateraler Ebene miteinander gehandelt wird, wie natürlich auch mit ökonomischen Sanktionen, mit protektionistischer Wirtschaftspolitik umgegangen wird. Aber es ist trotzdem auch schön zu sehen, dass die Globalisierung nicht so in der Krise steht, wie man es vielleicht vermutet, sondern dass es einfach eher zu einer Remodellierung der Globalisierung zu kommen scheint. Und wir daher positiv und nicht ganz pessimistisch aus dem Vortrag heute Abend rausgehen können. Genau. Vielen Dank Ihnen nochmal. Wir haben noch eine Frage, ob irgendwie Zugriff auf die Präsentation gewährleistet werden kann. Ja. Ich würde Ihnen ein PDF-File schicken, Herr Dickes, und Sie können das dann verteilen. Wunderbar, machen wir so. Okay. Dann ich würde vielleicht bitten, dann einmal die Teilnehmenden, die Präsentation haben möchten, einmal ganz schnell ihre E-Mail-Adresse an mich oder in die F&A zu schreiben, dass ich das weiterteilen kann. Ich würde da einmal kurz noch ergänzen, wir können das auch selbstverständlich an alle Teilnehmer schicken. Wir haben ja die Teilnehmerliste, da muss das jetzt nicht noch im Chat geschrieben werden. Ach, wunderbar, okay. Wir können das so weiterleiten, genau. Perfekt. Und dann danke auch nochmal von meiner Seite. Sehr gern, Frau Schulze. Na denn, dann wünsche ich einen schönen Abend. Ebenso. Alles Gute zusammen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch.